Guten Morgen. Guten Morgen. Dieses Video mache ich auf Deutsch, weil es wird ein legendäres Video, Digga. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen. Yo, brother, not bluffing anymore, man. Bluffzeiten sind jetzt vorbei. Wir werden ab heute die nackte Wahrheit zeigen. Auch wenn ich dafür getötet werden sollte. Haben wir uns verstanden? Gut. Aber wisst ihr, was das Einzige ist, was ich noch nie gesehen habe in dieser Welt? Der Tod. Sonst habe ich alles gesehen. Ist er wirklich echt? Und wenn ja, teste ich dich. Hast du mich verstanden, du Hundesohn? Genau. Genau dort befinden wir uns gerade. Und deswegen ist die freie Meinungsäußerung in einer Welt, wo du eine Mikrowelle lieben darfst, mit der heiraten darfst und sogar, obwohl es biologisch nicht möglich sein darf, laut Gott, ein Kind haben. Was? Genau, das heißt, du bist etwas in einem System, was sich gegen das System gestellt hat und alles, was heilig und göttlich war, versucht anzupissen, weil es dich geil macht, so etwas zu tun. Und du willst mir sagen, was ich sagen darf und nicht. Interessant. Ich finde zwei Männer, die ein Kind adoptieren dürfen, das Abstoßendste auf dieser Erde, was es gibt. Also so wirklich. Zwei Frauen würde ich noch gehen lassen. Warum? Weil das wenigstens von Natur her irgendwie Mütter sind. Ich habe keinen Plan, jetzt ekelt mich das auch an. Fuck, wenn ich mir überlege, so zwei Dreckslesben. Siehst du, das meine ich, Digga. Für euch ist das okay. Für euch ist das okay. Deswegen kann sein, dass ihr mich ab heute nicht mehr so mögt wie früher. Aber es ist eh absolut alles weg. Aber alles ist nichts und nichts ist alles. Und irgendwie gibt es trotzdem nur mich. Ihr müsst trotzdem nur Songs über mich machen. Ihr müsst trotzdem mehr Kinder gemacht haben, damit ihr das habt, was ihr heute habt. Und ihr müsst trotzdem alles, was ich sage, obwohl ich wohl der größte Psychopath auf diesem Planeten bin, müsst ihr alles von mir wegtun, weil ihr Angst habt. Und denkt ihr, das erfreut mich nicht und macht mich schwächer? Was? Auf jeden Fall. Musst du, kleine Kachba, noch wissen, abschließend, meine Rache ist nicht physisch. Oder irgendein schwuler Diss-Track. Meine Rache ist in deinem Kopf, in deinem Blut und in deinem Geist. Meine Rache ist in deinem Traum. Meine Rache ist deine Angst. Meine Rache ist das, dass du aufwachst und als erstes meine Story schauen musst. Und ich niemals von jemand anderem jemals eine Story geschaut habe, weil ich ein König bin. Aber ein König keinen Thron braucht. Weil jemand, der einen Thron braucht, nur ein kleiner Hundesohn ist, der groß sein will. Aber der Größte ist der, der mit dem Kleinsten auf dem Boden schläft, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verstehst du? Und das werde ich immer sagen, egal was ich glaube und nicht glaube. Weil der, der er war, war der Krasseste. Was für einer. Verstehst du? Und ich habe dich so erzogen, du kleine Kahpa. Genauso mit Joint und so, natürlich. Aber genauso. Weil jemand anderer, der hier raucht, redet dann über was anderes. Über Chayas, über Bitches, über... Weil sein Seelenkern nur das sucht. Aber ich bin das halt. Verstehst du? Du weißt das am besten. Du hast meinen Schwanz gelutscht. Und denkt nicht, dass ich es nicht lustig finde, dass ihr jetzt ein ganzes Land an Promo aufbaut. Auf mir und meiner Ex-Nutte. Da drauf mit Argumenten, dass sie eine Nutte ist. Bro, es ist... Was? Und ihr arbeitet alle zusammen. Und das eigentliche Opfer sind zwei Kinder. Weil egal, was ihr denkt und eure Genitalien und Geschlechter und egal, wer schuld ist, Nachhol. Und egal, wer wem geschlagen hat. Mein Vater hat auch meine Mutter 100-mal geschlagen. Sie ist nicht wie eine Nutte zur Polizei gegangen jedes Mal und hat ihn einsperren lassen. Ja. Und hat 100.000 Videos gemacht und gesagt, was das für einer ist. Und sein ganzes Geld geklaut. Und weggenommen.
und ihn angespuckt. Und ich betrachte diese Mutter als keine Mutter heute, weil sie mir sehr weh getan hat, okay? Du bist Mutter? Ich werde nie wieder vor Linse so tun, als ob ich jemand sein muss für diese Deutschen. Oder egal welchen. Der, wieso hat er das gesagt? Halt deine Fresse! Nimm Kamera raus, dreh Video gegen mich. Sonst halt deine Fresse, Bro. Mehr kannst du nicht tun. Liegt dieses Hotel 1 Milliarde Mal, was wird passieren, denkst du? Hamana Kudum, man hat Internetkommentare geschrieben. Selbst wenn du von Illuminatis Sohn bist, kenne ich das Gesetz besser als du, du Hund. Ich bin ein Psychopath. Ich wache um 6 Uhr auf und höre Marcus Aurelius, Junge. Jeden beschissenen Tag. Ich schaue mir regelmäßig Gesetz der Rache an, damit ich das so... Ich höre mir die babylonische Tafel von Tuf jeden Tag an. In den Hallen des Amyfs, mein Bruder. Egal, was ihr über mich glaubt, das alles, was gerade passiert, ist perfekt. Für mich. Und ihr seid auf meinem Schachbrett meine beschissenen Figuren, die ich selber bewege. Du bist der, den ich dann frage, welche Figur ist die stärkste hier, der irgendeine Antwort gibt, vom Pferd bis König oder Bauer. Was überall natürlich seine Weisheit hat, weil ein Bauer kam von unten nach oben. Ein Pferd ist der gefährlichste und unterschätzteste. Ja, ja, und ja, so weiter. Aber wer ist die stärkste Figur, die Hand, die diese Drecksfiguren bewegt, du Hund? Wer ist noch stärker, wenn Adam Eva ist und Eva ist Adam? Und linke Rippe und Glaswasser, die ganze Scheiße? Das ist dann ein geistig gestörter Bastard, der Langeweile hat, Schach spielt, keine Freunde hat, einen Zug macht, auf die andere Seite geht, seinen Hut auszieht und sagt, was hast du gemacht, Mann? Ich werde dich töten. Und dann auf die andere Seite läuft und sagt, niemals! Das ist das Leben. Denkst du? Nein, du denkst nicht. Du machst, was ich will. Okay? Und jetzt auf jeden Fall beantworte ich euch eine sehr Deutschland schockierende Frage, die jetzt in 50 Zeitungen stehen wird. Bereust du es, Anis geschlagen zu haben? Nein. Keinen einzigen Zentimeter. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben geschlagen oder überhaupt je angefasst, weil ich das verachte. Mein Vater sehr alkoholabhängig war und diese Filme waren oft da. Okay? Trotzdem hat meine Mutter mit ihm niemals das getan, was du getan hast. Also du hast nichts getan, du bist eigentlich... Ich wollte, dass man sieht, wer du bist, weil sonst wäre ich dich nicht losgeworden, weil du warst viel zu schlimm, Digga. Wow, Alter. Und du warst halt ein bisschen so psychisch krank und wenn du dann Selbstmord gemacht hättest, wegen sowas, so, es wäre meine Schuld, so, zum Glück, bist du jetzt dort. Auf jeden Fall. Was ich dir sagen wollte, in dem Moment, das erste Mal, wo ich dich geschlagen habe, war, als ich dich gefragt habe, weil du mich... Digga, ich wollte mal, dass sie anfängt zu beten, weil sie war sehr komisch. Die hat so immer so komische Bilder auf Handy gehabt und ich habe sie nie... Also sie hat mir noch nie ein Bild geschickt, versteht ihr? Ich bin jetzt nicht so ein Gay, der sagt, hey, schick mal ein Bild und so. Weil eigentlich sonst jede Chaya abfährt auf dem Bruder hier. Aber sie hatte so einen Komplex, als ob sie mich unterdrücken muss, weil ich einfach bin, wer ich bin, so mäßig. Irgendwann habe ich ihr gesagt, lass uns beten einfach zusammen immer wieder. Und die hat so 5 Tage lang gebetet, bisschen. So voll diesen spirituellen Trip gefahren und so ein paar Hadithe gepostet und mich gefragt, ob sie Instagram löschen sollte. Und ich habe gesagt, Bruder, Alter, so dein Instagram machen, was du willst. Und am 6. Tag hat sie mir eine komische Frage gestellt. Sie hat mich gefragt, ob es wohl überhaupt einen Gott gibt. Und heute bin ich zwar der ich bin, aber damals war es ein ziemlicher Schock für mich, als sie mich mit sowas konfrontiert hat. Und ich denke, matrixtechnisch seid ihr doch noch in Level 1 der Stufe, wo man euch erzählen muss, dass ihr erst sterben müsst, damit ihr das Paradies erreicht. Da seid ihr doch. Laut diesem Algorithmus da hat sie mich das gefragt und ich meinte, holy fuck, Alter, bist du überhaupt noch Moslem? Und dann hatten wir so einen kleinen Streit und ich habe sie darum gebeten, Schahada auszusprechen. Und das habe ich 3-mal gesagt und diese Dame sah dann beim 4. Mal Fragen aus. So, der hat so Geräusche gemacht, so mit so weißer Spucke, so, wisst ihr, wie ich meine? Wow, 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 ich habe 3 gebrochene Rippen hier. Jedes Mal, wenn ich huste, kommt die raus, so.
Wegen so vier Verrätern, Alter. Die hätte er da schon nachholen. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Genau. Ich habe sie gebeten, Schahada zu sprechen. So, Bild bitte. Ich weiß, ihr seid Juden und so. Ist alles gut. Ich liebe die Tora. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Tora ist für mich ein Codex Gigas mit. Es ist eigentlich Mathematik und Codeverschlüsselung. Ja. Genau. Dann werdet ihr wissen, dass ich mich mit der Materie beschäftigt haben muss und sonst es nicht wüsste, dass Medusalem heißt, übersetzt, wenn er stirbt, passiert ist. Was auf Noah bezogen war, was er die ganze Zeit meint mit der Flut. Darum war Methusalem 969 Jahre alt, der längst lebende Mensch auf this earth, man. Also so lange hat Gott quasi diesen Kass eine Chance gegeben, sich zu bessern. Im Beispiele dessen habe ich es halt auch die ganze Zeit versucht, you understand? Und genau, damals habe ich ihr dann gesagt, hey Digga, natürlich gibt es Gott, kannst du bitte Schahada sprechen? Der hat diesen Ausraster geschoben, ich habe Angst bekommen, sie hat ein Messer genommen und es sich an ihr Hals gehalten. Und das war ihr Tick. Sie hat immer wieder ein Messer genommen und gesagt, sie will sich gleich abstechen damit. Jedes beschissene Mal. Heute sitzt sie da, zwei Gänseblümchen und meint, Dings, Alter, ich habe, Alim hat mir Yoshimitsu, aber SpongeBob. Okay? SpongeBob, nicht Yoshimitsu. SpongeBob. Für Messer warst du zu schwach, Patrick Star. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Deswegen nenne ich meinen Sohn Saifullah. Wir lassen diese Freestyle-Sessions. Sad shit, man. Sie wollte Schahade nicht aussprechen, dann habe ich sie halt am Hals gehalten, so. Bisschen, beruhig dich, Digga. Weißt du mal, was ist los, Digga, Alter? So auf den. Aber wenn ich sie schlage, Bro, die lebt nicht mehr. Aber, okay. Akzeptiere ich, wenn ich für Gott dann so irgendwie schon psychopathischer Tick, aber irgendwie auch cool, finde ich. Alles gut, Bruder. Nehme ich auf meiner Hut. Es tut mir leid. Sorry. Gleichberechtigung. Ich behandle alle gleich. Es tut mir leid. Also, zweiter Punkt, wo ich sie gedrippt habe, war, wo ich psychisch kaputt gemacht wurde und schon wusste, dass sie eine Kahawi ist, aber auch ein Freund für sie war und nicht nur so ein Neandertaler Tschetschener und nur Moslem so. Ich habe gedacht, so, okay, Bro, irgendwo bin ich doch auch so ein normaler Mensch und Wissenschaftler irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe Wissen. Ich suche eigentlich nur das Wissen und so. Ich könnte mit dir schon so auf eine materischen Ebene ein bisschen higher gehen, wenn du willst. Alles gut, was ist los? Warum musstest du fremd gehen? Und dieses Gespräch hat sie mit mir nie akzeptiert. Das ist es. Sie hat auf eine Nonne getan und ihre Mutter das auch mir gesagt, bis vor 4 Wochen, Bro. Darum geht's. Und ich meinte, hä? Verstehst du? Und dann setzt sie sich da so hin und sagt, hey, wir waren nur ein äußerst treffliches Treffen mit dem dort, Bruder. Für uns, wir wissen schon, darum geht's, nicht um euch. Ihr habt eure Memes gemacht, ist das alles geil, Bruder. Verstehst du? Und jetzt, was ist passiert? Ich bin jemand, ich wusste von Anfang an, wenn ich alles sage, was ich sagen will, privat zu dir, ich würde alle meine Accounts verlieren, safe. Und ich muss ja dann der sein, der ich bin. Und der ich bin, ist Salomon. Er wird euch alle verbrennen, Digga. Es wird ein krasser Krieg. Und deswegen dachte ich, ach, kein Bock, Bro. Aber so ist halt passiert. Alles cool. Wenigstens habe ich alles gesagt, was ich wollte. Und meine Rache ist, dass Leute 10.000 Mal am Tag meine Sounds verwenden, wo ich dich Kach nenne. Und mehr Rache kann man nicht haben, Bro. Auch wenn ich kein Euro mehr mache. Bro, das ist legendär. Wie ich aussehe, Bruder, in jeder Aufnahme, diese Arme, alles, egal was jetzt ist, aber die Aufnahmen, die fertig sind, Bro, und die Sachen, die ich sage, und wie ich aussehe, und diese schauspielerische, Bruder, Alter, Bro, ich bin fertig, Bruder, ich bin fertig, Bro, mach du das mal, Digga, wenn du psychisch kaputt gemacht wirst, und mach aus der ganzen Scheiße Promo für deinen Song, und sei dein Michael Jackson, Bruder. Und dann sagst du Messages an deine Ex, die du eigentlich sehr geliebt hast, vielleicht irgendwo noch immer liebst, aber nicht mehr jemals als eine Frau. Weil es ekelt dich einfach an. Weil das Spiel, was sie gespielt hat, war perfekt. Aber du bist ja nicht geistig gestört und denkst, hey, du bist eine Ho. Im Kopf denkst, hä? Sie riecht nach etwas anderem. Was? Aber dann denkst du wiederum, nein, du Hurensohn, denk sowas nicht über sie. Das hat in mir mich kaputt gemacht, Bro, verstehst du? Digga. Auf jeden Fall, an dem Moment, wo ich damals die Chats hatte, wo sie in
Bilder oben ohne und so geschickt hatte und meinte, ich komme nächstes Mal zu dir und ich werde dir länger einen nuckeln. Und da waren wir halt verheiratet, verstehst du, Bro? Und darum geht's. Und ich war eine Woche zu Hause alleine, währenddem sie dort war. Und als sie mir immer gesagt hat, was sie macht, hat sie gesagt, sie ist bei Eltern, aber ich weiß, was sie macht. Ich habe ja die Chats auf iCloud von meinem MacBook, wo sie ist, versteht ihr? Und das war der Schock, versteht ihr? Und darum musste ich sie, also das ist auch das letzte Mal, dass ich über die und der, diese Crowd hier gebe. Aber es ist gut so. Nimm so viel Hype mit, wie du willst. Wenn du willst, kann ich dich noch berühmter machen. Weißt du noch, wo wir in Griechenland waren? Wo du meintest, du darfst nie raus, aber wir waren 15 Mal im Jahr irgendwo in Urlauben. Auf jeden Fall, ja, jeder Urlaub, wo wir waren, weil ich bin Da Vinci, ich liebe nicht eine Frau. Ich liebe diese Kunst, mein Leben, was ich früher mit meinen Kindern war und heute jetzt der bin. Weil ich so sein muss nachher und das Leben so ist. Ich bin das Beispiel eines Menschen. Hadet an. Du bist nur eine Frau. Verstehst du? Von sehr vielen, die ich noch haben werde. Egal, was ihr über mich denkt. Und das Ding ist jetzt, in dem Moment, wo deine Maske gefallen ist und ich immer wusste, aber du mich psychisch kaputt machen wolltest, war ich enttäuscht, als diese Energie in mir von deiner, weil ich mit dir so tiefe Gespräche geführt habe und Zeit investiert habe. Und ich hatte nur meine Kinder vor meinen Augen, wie ich sah, dass das alles schon kaputt ist und nie wieder zu reparieren wird. Ich habe es gesehen. Da war mir alles klar. Und dann wusste ich auch, dass ich diese Kinder nie wieder sehen werde und auch dich nicht und dass alles eh keinen Sinn mehr hat. Weil du gehst mir schon seit 3 Jahren fremd. Da hat es erst, verstehst du? Und für alles, was ich getan habe und dir gegeben habe, und wie du dich präsentierst heute und selbst wenn man mich dafür töten würde, verstehst du, wie ich meine? Alter, ich bereue es, dass ich es nicht schlimmer gemacht habe. Bei allem, was mir heilig ist. Bei allem. Ich würde heute dich nie wieder anschauen. Aber damals, wie emotional ich war und ich bin niemals ein Mensch, der sowas tut. Aber wir leben doch in einem Rechtsstaat. Wenn du sowas tust, kommst du dafür auf. Ich bin dafür aufgekommen. Und jetzt? Hadet an. Verstehst du? Deswegen... Bleib, wo du bist, inshallah. Viel Spaß, Digga. Das war meine Meinung. Wollt ihr mehr Meinungen? Auf einem Lahlui? Naja. Wir sehen uns dann später, wenn es wieder heißt, deine Meinung ist mir scheißegal.